Nach einer witterungsbedingten Verschiebung können Donau-Linz und Blau-Weiß-Linz mit dem 14. Spiel dieser Meisterschaft ihre Frühjahrssaison beginnen. Ein Spiel, welches man ohne Zweifel als Spitzenspiel der Runde bezeichnen kann. Ich meine, es ist Derby-Stimmung. Jede Mannschaft will gewinnen. Wir hoffen alle Beteiligten auf ein gutes Match. Und wie gesagt, wir wollen natürlich gewinnen, obwohl man auch den einen oder anderen Ausfall zu verzeichnen hat, hat aber Blau-Weiß genauso. Ich freue mich, dass trotz 4 Tage Verspätung endlich die Meisterschaft beginnt. Bin genauso heiß wie die Jungs und bin mir aber auch sehr sicher, dass wir etwas machen. Heiß auf die neue Meisterschaft sind auch die Fans. So ist dieses Derby bestens besucht und die Stimmung eines Spitzenspiels absolut würdig. Bei diesem Eckball hat Blau-Weiß in der 8. Spielminute gleich eine Riesenchance. Der neu verpflichtete Jungwan Seo kommt frei zum Schuss, trifft aber nur die Stange. Bei Standardsituationen ist auch Donau-Linz nicht zu unterschätzen, denn hier hat Enes Poproklic alle Hände voll zu tun, um den Ball zu sichern. Die meiste Zeit haben die Gäste aus dem Donaupark diese Begegnung sicher im Griff. In der Offensive fehlt ihnen jedoch die Entschlossenheit und so werden Chancen wie diese entweder an der Strafraumgrenze verspielt oder durch Fernschussversuche vernebelt. Zu einem Treffer reicht es in den ersten 45 Minuten auf keiner der beiden Seiten und so steht es zur Pause immer noch 0:0 in diesem Derby. Die zweite Spielhälfte beginnt, wie die erste geendet hat. Blau-Weiß beschäftigt Torhüter Saurer und die Verteidigung von Donau bringt irgendwie den Spielstand von 0:0 über die Zeit. Wenn die Hausherren zu einem Angriff kommen, wirken sie im Abschluss ähnlich unsicher wie in der Verteidigung. Der Ball geht aber weder hinten noch vorne ins Tor. Blau-Weiß schießt sich schön langsam ein und Ertan Göksin trifft bei diesem Weitschuss schon einmal die Querlatte des Gehäuses von Donau. Besorgte Blicke von Trainer Waldner helfen der Mannschaft von Donau auch nichts, denn in Minute 68 sind die Löcher in der Verteidigung der Hausherren einfach zu groß und Daniel Neuhold schießt zum 1:0 für Blau-Weiß Linz ein. Jetzt läuft es bei den Königsblauen etwas besser und bei diesem Angriff ist es Michael Auer, der aus der Drehung nur ganz knapp neben den Pfosten schießt. Donau zeigt sich in der Schlussphase zwar noch bemüht, verstolpert jedoch eine Chance nach der anderen und so gewinnt Blau-Weiß Linz dieses Derby nicht unverdient mit 1:0. Wir haben aufgrund der ersten Hälfte schon gleichzeitig nach 6 Minuten einen Stangenschuss gehabt, haben den Lautenschuss zweite Hälfte gehabt, haben Chancen vorgefunden. Dementsprechend war okay, 1:0 ist 1:0 und der knapper Sieg, aber Sieg ist Sieg, sind 3 Punkte und mit denen können wir ganz gut leben. Sie haben sicher mehr Druck gehabt als wir und ich muss halt so sagen, bis auf die ersten 10 Minuten, 15 Minuten war Blau-Weiß die klar bessere Elf und im Endeffekt hat es so ausgeschaut, Blau-Weiß 3 Großchancen, wir 3 Großchancen und Blau-Weiß hat leider ein Tor gemacht und mir nicht. Ja, ich denke, Blau-Weiß war halt eindeutig die bessere Mannschaft. Sie haben vor allem in der zweiten Halbzeit eindeutig die besseren Chancen gehabt. Wir haben nicht mehr dagegen halten können. Erste Halbzeit waren wir noch meiner Meinung nach ebenbürtig, aber zweite Halbzeit hat Blau-Weiß verdient das Spiel gewonnen. Ich glaube, wir haben heute verdient gewonnen. Wir haben mehr vom Spiel gehabt. Wir haben ein paar Chancen, aber für uns war wichtig, dass wir in die Meisterschaft richtig gestartet mit einem Sieg. Und das hoffen wir jetzt, dass wir so weitergehen und dass wir Meistertitel dabei bleiben.